Bär. Bei meinem ersten Look heute mache ich Wellen mit dem Glätteisen. Der Look wird sehr bewegt und strukturiert sein. Wenn man mit dem Glätteisen arbeitet, sollte man auf jeden Fall immer einen Hitzeschutz verwenden. Das sprühe ich jetzt erstmal auf und föhne die Haare komplett trocken. Für die Wellen habe ich mich heute für das Glätteisen entschieden. Damit mir die Wellen nicht so lockig werden, drehe ich die Strähne einmal ein und ziehe sie diagonal nach unten. Wichtig ist mir bei meinem Look heute, dass die Spitzen eher glatt bleiben. Damit der Look möglichst durcheinander aussieht, drehe ich das Glätteisen mal nach rechts und mal nach links. Und so arbeite ich mich über den ganzen Kopf. Die Passés an sich können ruhig großzügig abgeteilt werden. Die Haare im Nacken sind etwas kürzer. Da gehe ich einfach nur kurz über die Spitzen, damit die etwas abstehen. Die dürfen auch schon fast etwas geknickt aussehen. Zum Stylen verwende ich ein Salzwasserspray. Das raut die Wellen auf und gibt mir eine tolle Griffigkeit, mit der sich super arbeiten lässt. Ich knete das Produkt am liebsten mit den Händen ein und zupfe mir die Haare hin, wie ich es möchte. Wichtig ist hier natürlich auch wieder auf Proportionen, Typologie, Gesichtsform und so weiter zu achten. An dieser Stelle ist es für die Kunden auch immer ganz schön, etwas aus dem Nähkästchen zu plaudern. Warum mache ich zum Beispiel den Scheitel auf der linken Seite? Was passiert mit ihrem Gesicht, wenn ich den Scheitel ändere? Oder warum frisiere ich die Haare aus dem Gesicht und was passiert? Wie wirkt sie? Das ist unglaublich spannend und du gibst der Kundin das Gefühl, dass du dir Gedanken machst und auch weißt, was du da machst. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.